In diesem Video erfahren Sie alle wichtigen Infos und Bedienmöglichkeiten des Hauptmenüs. Im Hauptmenü wird zwischen dem oberen Menüband, das zur Navigation dient, und den Kacheln, die sich darunter befinden, unterschieden. Die unteren Kacheln zeigen Ihnen mit den ersten drei Kategorien Sendungsvorschläge an, die jetzt gerade, bald, also in Kürze, oder heute um 20.15 Uhr laufen. Des Weiteren haben Sie mit den Kacheln die Möglichkeit, auf die Mediatheken zuzugreifen, Ihre persönlichen Vorlieben einzusehen, bereits begonnene Sendungen anzusehen, Ihre Merkliste einzusehen oder einen Radiosender auszuwählen. Sollten Sie Benachrichtigungen von Ihrem Netzbetreiber erhalten, erscheinen diese einmalig in der ersten Kachel anstelle der Jetzt gerade Kachel. Wenn Sie darauf klicken, werden Sie zu den Benachrichtigungen weitergeleitet und der Hinweis im Hauptmenü verschwindet wieder und Sie sehen alle Kacheln in der gewohnten Darstellung. Im obigen Menüband können Sie mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung zwischen folgenden Reitern wählen: Weiterschauen, TV-Programm, Mediatheken, Meine Inhalte, Suche und Einstellungen. Das Hauptmenü erreichen Sie immer mit der Home-Taste. Über den Reiter Weiterschauen haben Sie die Möglichkeit, ins Live-TV zu schalten, eine Replay-Sendung oder eine Aufnahme fortzusetzen, die Sie zuvor begonnen haben. Alles Wichtige rund um Replay-Sendungen erfahren Sie in unserem Video Replay Restart. Auf dem Reiter TV-Programm finden Sie das aktuelle Fernsehprogramm. Hier können Sie zu der entsprechenden Sendung navigieren, die Sie sehen möchten. Die Symbole links zeigen Ihnen an, welche Sendungen in den Mediatheken bzw. 7 Tage lang rückwirkend angeschaut werden können. Sobald Sie eine Sendung ausgewählt haben, erscheint eine Detailansicht. Nun können Sie zwischen Live-TV, Aufnehmen, Serie aufnehmen, Merken, Bewerten und ähnliche Sendungen wählen. Um die laufende Sendung anzuschauen, klicken Sie auf Live-TV. Je nach Sendung haben Sie hier auch die Möglichkeit, Ansehen oder in Mediathek Ansehen auszuwählen. Durch die Ansehen-Funktion können Sie die Sendung, die bereits begonnen hat, einfach wieder von vorne starten. Wenn die Funktion in Mediathek Ansehen verfügbar ist, können Sie die Sendung bequem aus der jeweiligen Sendermediathek streamen. Unter dem Reiter Mediatheken finden Sie eine Übersicht über die Mediatheken der einzelnen Sender. Sollten Sie mal eine Sendung verpasst haben, haben Sie hier die Möglichkeit, vergangene Sendungen aufzurufen. Im Reiter Meine Inhalte finden Sie Ihren personalisierten Bereich. Dazu zählen sowohl Einzel- als auch Serienaufnahmen sowie die geplanten Aufnahmen Ihrer Lieblingssendungen. In diesem Menü haben Sie ebenfalls einen Überblick über Ihren eigenen Aufnahmespeicher bzw. wie viel Speicherplatz noch vorhanden ist. Des Weiteren finden Sie hier unter Persönlichen Vorlieben und derzeit beliebt Sendungsempfehlungen, die Sie möglicherweise interessieren könnten. Sollten die beiden Kacheln ausgegraut sein, sind sie derzeit deaktiviert und Sie können mit einem Klick darauf zu der Aktivierung der Empfehlungen weitergeleitet werden. Die Rubrik Begonnene Sendungen ermöglicht es Ihnen, bereits begonnene Sendungen an der jeweiligen Stelle fortzusetzen. Damit Sendungen, die Sie schauen, hier auch gespeichert werden, müssen Sie mindestens 10% und 5 Minuten geschaut haben. Dadurch verhindern wir, dass zu viele kurze Sendungen, beispielsweise beim Durchschalten durch das TV-Programm, in der Kachel gespeichert werden. Merkliste dient dazu, eine eigene Liste an vorgemerkten Inhalten zu bearbeiten und einzusehen. Mit der Home-Taste kehren Sie wieder zurück ins Hauptmenü. Im Hauptmenü finden Sie zudem den Reiter Suche. Wenn Sie mit OK auf der Fernbedienung bestätigen, öffnet sich eine Suchleiste. Hier können Sie nach bestimmten Sendungen, Begriffen oder Kategorien suchen. Die Eingabe erfolgt über die eingeblendete Tastatur. In den Einstellungen haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, Einstellungen an Bild und Ton vorzunehmen, TV- oder Radiosender zu sortieren, weitere mobile Endgeräte mit Ihrem Receiver bzw. Kundenkonto zu verbinden, Jugendschutzeinstellungen vorzunehmen, Empfehlungen zu aktivieren oder die Sprache einzustellen. Hier finden Sie ebenfalls den Reiter Benachrichtigungen.
Ihr Netzbetreiber teilt Ihnen mithilfe der Benachrichtigungen alle Informationen rund um Zuhause-TV, Wartungen, Updates sowie Störungen mit. Wir hoffen, das Video hat Ihnen weitergeholfen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unserem Zuhause-TV.